das Haus, das Hotel für Jahreszeiten Starnberg, ist das beste Haus am Platz. Und das sagen wir mit Stolz, weil wir sind innerhalb der letzten 13 Jahre, wie es das Haus gibt, im Endeffekt gewachsen in jedweder Beziehung. Also ob das ist mit den diversen Auszeichnungen, wir sind 4-Sterne-Plus-Haus. Seit 5 Jahren halten wir den Stern, den Michelin-Stern. Und wir möchten den Gästen, die zu uns kommen, egal ob ins Restaurant, als Hotelgäste oder als Tagungsgäste, wir möchten jedem dasselbe Erlebnis vermitteln. Wir haben nicht nur den Gourmet-Gast, den wir begeistern wollen. Und war nie unser Ziel, dass wir einen Stern, dass wir eine Auszeichnung bekommen. Und mein Ziel war immer, ich wollte so kochen, dass wir die Gäste begeistern können. Dass die Gäste, die da sind, sagen, wow, wir hatten hier wirklich ein tolles Erlebnis. Und das ist das, was mich antreibt, also das Gastfeedback, die glücklichen Gesichter. Der Gast merkt natürlich unheimlich schnell, ob man das gerne tut, ob das authentisch ist, ob man einen Beruf hat oder eine Berufung. Und das Schöne ist, wenn man diesen Spirit transportieren kann, ich tue das gerne und tue das auch aus innerem Antrieb und habe da Spaß daran. Und die Frage ist, welcher Sache diene ich denn überhaupt? Diene ich dem, dass da jemand gefüttert wird, oder diene ich dem, dass jemand einen gesellschaftlichen Anlass hat, dass man einen Rahmen bietet, dass man einen Mehrwert erzeugt, dass man die Kenntnis und eine Philosophie transportiert? Das ist einfach, die Gäste verbringen den ganzen Abend bei uns. Sie kommen ja nicht hier, um was zu essen, weil sie Hunger haben, sondern die freuen sich oft wochenlang auf den Abend, kommen hierher. Und die wollen natürlich auch mitgenommen werden, die wollen begeistert werden. Also wenn die eine kleine Geschichte dahinter haben, wenn die auch ein bisschen was über uns erfahren, über die Lebensmittel, die Produkte, die dahinter stecken, wo die herkommen, dann gehen die mit einem ganz anderen Feeling hier raus. Ja, Erlebnisgastronomie eigentlich schon. Ja. Das fängt ja bei der sorgfältigen Auswahl der Produkte schon mal an. Ja? Mit welchen Produzenten arbeite ich zusammen? Welche Lieferanten habe ich? Wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Genau. Nicht nur zu sagen, ich gehe jetzt zu einem der Lieferanten und bestelle mir einfach alles, ja? Sondern ich beschäftige mich auch damit, wo bekomme ich die Ware her. Genau. Ja, und Salate, Kressen, sonstige Sachen, das schmeckt anders, einfach wenn es in der Erde gewachsen ist. Ja, das ist komplett was anderes. Und das sind aber ganz, ganz viele Punkte. Also das ist die Frische, das ist die Umwelt, die im Hintergrund steht. Das ist auch der Kontakt zum Produzenten, die Qualität, die der Gast natürlich merkt. Das ist alles mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber man muss sich auch darüber bewusst sein, was habe ich dann für einen Mehrwert davon. Was mich beeindruckt hat, war, wie ihr von der Müllvermeidung bis hin zu der Wertschätzung der Lebensmittel gegenüber dem Tier, dem Fisch, den ihr da habt, dass ihr halt alles verarbeitet bis aufs letzte Gramm. Was hier das Schöne ist, wir haben zum Beispiel nur Lamm, also Ammersee-Lamm, die Region aufgeschrieben, schreiben aber nicht auf, welches Teil wir haben. Also immer das, was wir gerade zur Verfügung haben, das gibt es dann auch. Ja, und wenn man sagt, man nutzt alles, muss natürlich auch das Handwerkliche stimmen, dass man, dass jeder Koch, der in der Küche steht, auch wirklich damit was anfangen kann. Ja, und das ist schon, dass es bei den Leuten auch Erinnerungen weckt, dass das Interesse auch weckt. Wie macht man denn das? Warum machen sie das? Weil es einfach auch die Wertschätzung verdient hat, die Teile, und nicht nur das edle Stück. Ja. Dass ihr die Verantwortung übernehmt und das auch wirklich erkennt, dass ihr sagt, Mensch, wir haben das Gästepotenzial, die da auch was bewegen können und hoffen, dass die das natürlich mitnehmen und vielleicht auch selber irgendwo anwenden oder multiplizieren. Das ist natürlich Pionierarbeit, sag ich mal, ja. Definitiv. Also das Feedback, was wir einfach darüber kriegen von unseren Gästen, ist, dass wir schon zumindest für unsere Region outstanding sind und dass wir da wirklich eine Vorreiterrolle haben. Wir möchten gerne einfach was bieten, was kein anderer hat. Und um eine Bühne, einen Auftritt für unsere Gäste, die Kunden und für die Lieferanten zu geben, haben wir dieses Food Festival ins Leben gerufen. Diese Produkte, die da vorgestellt werden, sind auch regionale Produkte. Die Geschichte, die sie zu jedem Produkt erzählen können, ist uns ganz wichtig, um es nahbar zu machen, verständlich zu machen, aber auch zu sagen, es ist nichts von der Stange. Und das ist das, was uns ausmacht, was uns enger zusammenbringt und was der Gast auch nach außen hin merkt. Das, was wir jetzt halt machen, das ist wahnsinnig toll, aber wir sind noch lange nicht am Ende der Reise angekommen. Auch wir können uns immer weiterentwickeln, wir können schauen, dass wir das, was wir jetzt machen, weiterhin perfektionieren. Und dieses Nicht-Satt-Werden von dieser ganzen Thematik Hotellerie, das ist halt Herzblut. Und wir wollen nicht sagen, wir lassen Sie gehen mit diesem Versprechen, dass Sie ein Erlebnis hatten, sondern wir wollen, dass Sie sagen, das war das Erlebnis.